Da will ich aber nicht durch. Ich glaube, ich gehe erstmal. Ich gehe außen rum. Andererseits. Falscher Knopf. Oh, der hat aber gesessen. Gut. Okay. Moment, eben ausrauben das Viech. Das Viech von einem Straßendieb, genau. Also mit dem Bogen haben wir definitiv richtig Glück. Wo bist du? Ah, du bist da unten. Ah, du hast aber auch einen Bogen. Ah. Okay, warten wir, bis sie wieder rauskommt. Ist das alles? Ja. Ein bisschen noch. Also das mit den Bögen macht wirklich Spaß. Ich glaube, wir werden Schütze. So, Schleichen brauchen wir nicht mehr. Wo war denn der andere? Ich meine, da war der eine, aber hier oben war doch auch noch einer. Wer weiß. So. Ausdauertrank. Einzelteile. Wir nehmen alles mit. Und dann gucken wir mal, was die hier noch so zu bieten haben. Aber hier, wo der eine ist, das... Okay, das hatten wir bereits gelesen. So, hier ist nochmal ein lecker Krustbrot, ein Käsestück, ein paar Dingensen. Bauplan, Magie erfüllte Probe. Lehrlingsbuch, leichte Rüstung. Eisenclaimer der Flamme. Okay, das ist natürlich ein Schwert. Das ist ein riesiges Schwert. War hier nicht. Achso, hier ist sie. Ich wollte sagen, hier lag doch eine. So, schauen wir mal. Haben wir jetzt irgendwas an Rüstung bekommen? Natürlich könnten wir diesen Helm aufsetzen, aber ich finde das hässlich. Deswegen machen wir es erstmal nicht. Eisenharnisch, der gibt uns plus 4. Aber ich frage mich gerade. Achso, das ist ja eine ganze Rüstung dann. Okay. Ich frage gerade für eine Sekunde, wenn wir nur das Ding anhaben, das sieht doch dann ganz komisch aus. So. Alles weitere können wir erstmal lassen, wie es ist. Das benötigen wir erstmal nicht. Jetzt würde ich doch nochmal gerne nach oben gehen und nach dem einen gucken. Vielleicht liegt er auch einfach nur so im Gras, dass wir ihn nicht sehen können. Im ersten Blick. Nein, das ist ja der. Der eine kam uns ja. Genau, der eine war hier oben. Ist der vielleicht hier irgendwo? Ja, der ist hier. Oh. Eine Falle. Hier ist er runtergefallen.
Ich weiß, wenn wir den Helm aufsetzen würden, dann könnten wir unseren Rüstungswert nochmal steigern. Können wir vielleicht eine Stunde Rast machen. Uns jetzt ein bisschen hinlegen. Es ist schon spät. Es ist schon Abend. So langsam muss ich mal überlegen, ob ich jetzt wirklich weiterziehen will oder ob es vielleicht nicht besser wäre, hier die Nacht zu verbringen und einfach mal bis zum nächsten Morgen zu schlafen. Und ich glaube, das mache ich auch. Schlafen wir mal 12 Stunden bis zum nächsten Morgen. Toll. Naja, was willst du machen? Und kaum ist das Wetter so beschissen, wird es mir auch schon kalt. Hallo Füchschen. Also ich habe, was die Wege angeht, wir sind eh komplett falsch. Ich hätte da hinten wahrscheinlich rumgemusst. Ich würde auch einfach mal runter an die Küste gehen und einfach an der Küste langlatschen. Vielleicht klappt das ja. Was bist du? Jetzt. Oh. Ich dachte schon, da wäre jetzt irgendwas Komisches. Ich habe wirklich in letzter Zeit die Angewohnheit, mich in vielen Spielen zu erschrecken. Ich gehe auch manchmal komplett hoch, wenn ich in Minecraft einen Creeper sehe. Dann gehe ich hoch und nicht der Creeper. Hey. Oh. Eine Königskrabbe. Es war eine Königskrabbe. Achso, ein Vogel. Eine imposante Königskrabbe sogar. Ich würde eher sagen, das ist eine imposante Krabbe. Aber gut, dass wir nicht gegen die kämpfen mussten. Sonst wären wir wahrscheinlich wieder etwas tot. Aber wir können einfach hier rüber schwimmen, glaube ich. Ich bin auch Schwimmer in einer Eisenrüstung. So, Karte sagt, wir sind jetzt dort. Das heißt, es ist gar nicht mehr so weit. Jetzt krass. Wo sind wir jetzt? Pentas Haus entdeckt und eine Stufe aufgestiegen. Jetzt nehmen wir natürlich dazu etwas Ausdauer. Und wir gehen mal in das Fähigkeitenmenü. Das ich gerade immer noch nicht kapiert habe. Weil wir können ja auch nichts machen. Ich könnte mir aber auch denken, dass wir hierfür die Maus brauchen. Das werde ich mir dann mal angucken, sodass wir nämlich das hier auch mal ausstatten können. So. Kampf. Handwerk. Wir haben natürlich da unten die Lern- und Handwerks-Erinnerungspunkte. Ich weiß noch nicht wirklich nicht, was es mit der Stufenaufstiegssache da auf sich hat, wie das hier funktioniert. Das muss ich mir vielleicht nochmal anlesen. Okay. Petters Haus. Da gehen wir natürlich nicht rein. So, wir müssen jetzt erstmal. Ja, ich. Ach, informieren, da können wir nichts tun. Hallo Leute.
Okay, das ist albern. Was ist mit dem Rückwärtsgang? Aber so geht es. Wir können sie schlagen. Wir können sie mit dem Schild schlagen. Dann sind sie etwas benommen. Und dann können wir wieder einen Ausfall machen nach vorne. Taktik ist bei diesen Kämpfen hier wirklich sehr wichtig. Aber der Bogen ist wirklich wichtig. Der hilft eine ganze Menge. Und hier? Holz. So, muss doch irgendwo mal eine Straße sein. Hier ist Plus. Okay, doch nicht. Wo sind wir denn jetzt? Wir müssen. Ja, wir müssen da irgendwo rein. Wieder ins Land. Hier muss doch irgendwo eine Straße sein. Wahrscheinlich finden wir wieder nur Küstenpirscher. Tatsächlich. Okay, jetzt wird es aber mit der Gesundheit ein wenig kritisch, das sollte ich lieber gerade mal was nachlegen. Die anderen beiden sind da hinten. Langsam kriegen wir es hin. Aber gesund ist es trotzdem nicht. Wo? Da geht's lang. Ein Fluss. Wo sind wir jetzt? Toll, wir sind wieder zurückgelaufen. Okay, hier ist ein Fluss. Das heißt, wir laufen mal wieder rein. Flussheim muss da irgendwo in diese Richtung sein. Wenn wir da überhaupt irgendwo hinkommen. Ich denke, wenn wir da hochgehen vielleicht. Okay, hier ist etwas. Aber wahrscheinlich sind hier nur wieder Banditen. Auch wieder ein alter Stollen, vielleicht auch nicht. Der muss doch jetzt irgendeine Wegverbindung zur Straße haben. Oh, da ist nicht reinfallen. Ja. Das ist sehr tief. Könnte ein Reinfall werden. Ist die Straße und hier geht es dann auch nach Flussheim, nicht? Ich denke. Ich hoffe, dass wir da einkehren können und ein bisschen schlafen können. Und auch beim Händler mal einkaufen gehen können. Das ist kein Küstenpirscher. Die werden noch früh genug kommen, aber hier ist erstmal das Dorf, denke ich. Ja, sieht ganz so aus. Wir haben es endlich gefunden nach stundenlanger Suche. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Vielleicht. Naja, ich habe was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also?
Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Was sagen wir dazu? Ja, weil es gefährlich sein könnte. Genau deswegen fragt er nicht seinen Vater oder seine Geschwister. Das zeige ich dir gleich. Aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Gefährlich? Okay. Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen. Sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Na schön. Ja, klasse. Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit. Mal schauen, ob das richtig schön in die Hose geht. So. Schaudala. Schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Der Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Junker? Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Na gut, klar. Versuchen wir es. Vielleicht ist da aber auch was ganz anderes drin. Sind. Ach nee, was soll das denn? Das sind keine Groschen, das sind irgendwelche komischen Teile und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Okay, dann lesen wir mal die alte Notiz. Ist sie bei den Büchern? Ja. Erhaben Stolz und voller Kraft. So weilt er für den Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not, auf unserem Pfad bis in den Tod. Ein kleiner Reim. Umblättern können wir nicht. Und? Hast du was? Ja, ein Gedicht, genau. Was, wenn das ein, wie heißt das, ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Segen in der Not. Das... Ach, Menno. Wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Okay. Okay, da ist nur die alte Notiz drin. Okay, dann war das glücklicherweise harmlos. Wird aber wahrscheinlich in eine kleine Quest ausarten. So, immerhin sind wir an einem Ort, wo es sicher ist. Musste jetzt sein, böser Hund. Er sieht sehr lieb aus. Okay, wir sind jetzt im Flussheim. Muss ich nochmal gucken, was wir hier gleich nochmal machen sollten.
Aber erstmal sollten wir hier einen kleinen Schnitt machen. Verlassen, genau. Nein, erstmal speichern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.